So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind, es ist ungeschnitten. Und letztes Mal haben wir den Wassertempel abgeschlossen und dann von verschiedenen Zora-Kleidungsstücken gehört. Den Helm habe ich noch keine Ahnung, wie ich den finden soll. Aber dem Beinschutz sind wir tatsächlich gerade auf der Spur. Da hieß es nämlich, dass der im Heiligtum versteckt sein soll. Und im Heiligtum ist jetzt kein Wasser mehr. Und das bedeutet für uns, das ist komplett neues Gebiet. Und deswegen suchen wir jetzt hier mal den Beinschutz. Dazu würde ich jetzt gerne mal hier rüber in die Geschichte da reinfliegen. Ja, das sollte von hier aus gut funktionieren. Hat gut funktioniert. Bringt mir aber nichts. Sehr gut. Klettern ist hier leider ein bisschen unangenehm, weil die ganze Zeit alles regnet und nass ist und tropft und macht. Aber davon lassen wir uns nicht weiter beirren. Nein, ich schaue mich erstmal oberflächlich um und dann können wir ins Detail gehen, wenn ich ihn nicht finden sollte. Ich denke fast, der ist da in der Mitte irgendwo bei diesem tempelartigen Ding. Da kann man bestimmt irgendwo rein. Da kann man bestimmt einfach irgendwo rein oder keine Ahnung. Oh, hier geht's. Oh. Ich hätte mal eine Frage, wenn hier schon immer dieses Loch war. Wo ist... Wieso ist das Wasser jetzt erst abgeflossen? War das verschlammt, das Loch? Und dann habe ich jetzt eine weitere Frage. Finde ich den Helm jetzt hier drin? Oder muss ich dafür in das Loch springen? Weil das führt mich doch jetzt wieder ganz nach unten. Ach, ich will doch jetzt nicht schon wieder in den Untergrund. Das müsste man jetzt halt wissen, ne? Ist der Helm hier? Aber die würden einen doch nicht hierher schicken, dann so ein Loch da einbauen. Na, scheiß drauf. Ach, das ist gar nicht... Das geht gar nicht ins... Oha, hoppala. Ich dachte jetzt so, yo, das führt mich jetzt halt in den Untergrund. Nee. Das sah so dunkel aus, ne? So, aber klar, dann hätte ja hier Miasma sein müssen. Ich bin... Da ist ja gar kein Miasma gewesen. Okay. Okay, dann bin ich jetzt sehr tief... Sehr tief unten, aber nicht im Untergrund. Okay, yo. Okay, da könnte ich hoch schweben. Jetzt weiß halt wieder gar nicht, wo man suchen muss. Ich wollte gerade sagen, irgendwas höre ich doch. Oh, scheiße. Okay, 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 okay.
Ja, doch, wir haben Waffen für den Kollegen. Wir haben Waffen für den Kollegen. Gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Ich wollte gerade sagen, ist immer schön, wenn man den one-hittet. Er war nicht ganz one-hit. Ja, ich habe zum Glück 3 Millionen Stück davon. Ach, Junge! So. K.O. So, und das Schöne ist, wir können wieder uns eine schöne Waffe mit dem Ivarok-Gesteinsding machen. Das nicht so Schöne ist... Ich habe tatsächlich nichts, wo ich den ranpacken kann. Ich brauche eine leere Waffe. Ja. Ich brauche eine leere Waffe. Ich kann den sonst aktuell nicht nutzen. Das ist schlecht. Aber bleibt der hier liegen? Warte, doch, ich kann den nutzen. Moment, 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 Moment. Ich weiß genau, was wir machen. Wir trennen einfach eine andere Waffe. Und da hinten geht... Da hinten ist die Truhe. Okay, alles klar, sehr gut. Wir trennen einfach eine andere Waffe. Und dann kann ich den nutzen. So ein Ding ist das. So. Wir haben den gerade erst erstellt, richtig? Dann müsste ich doch... Den habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Dann ist doch der hier vielleicht am sinnvollsten. So. Sehr geil. So, und hier hinten ist jetzt die Truhe, die ich brauche. Mit dem Zora-Beinschutz. Yes. Schwimmtempo plus. Sehr gut. Okay. Dann ziehen wir den doch gleich mal an. Da. Dann fehlt nämlich nur noch der Zora-Helm und dann hätten wir volle Zora-Rüstung. Mann, ich würde ihn jetzt echt gerne finden, ne? Also, real talk. Ich würde ihn jetzt halt echt gerne finden. Aber dafür muss ich dieses komische Fischrätsel lösen. Das kann doch aber nicht so schwer sein. Der wurde dem Fisch dargeboten, ja? Was soll das denn heißen? Mann. Woher soll ich denn wissen, was das heißen soll?
Aber ich denke, wir können ja jetzt hier raus. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Ich glaube, wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten, sollten. Gut. Ja, aber der Himmelsfisch. Der ist halt hier. Und da drunter ist halt das. Ich meine, hier könnte es so, vielleicht ist er da reingefallen, in diese Höhle. Aber das ist alles nur so Vermutung. Ah. Ich glaube, jetzt sage ich erstmal der Jona, dass wir den Beinschutz gefunden haben. Vielleicht gibt ihr uns ja dann doch noch einen Hinweis auf den Helm, weil sie wollte uns den Helm ja auch geben. Und sie hat den anderen ja gesagt, ja, hier, ne? Der Himmelsfisch hat dem, wurde dem, dem Himmelsfisch wurde der dargebracht. Ich weiß noch nicht, wie ich den finden soll. Hui. So, ja, da ist der Beinschutz. Oh, Link, ich grüße dich. Warte mal kurz, was du trägst. Ist das etwa der Zora-Beinschutz? Wie bitte? Im Heiligtum hat sich ein großes Loch aufgetan, sodass alles Wasser abfließen konnte? Und am Boden dieses Lochs hast du den Zora-Beinschutz gefunden? Wahnsinn, dass du das im Alleingang geschafft hast, Link. Ich hoffe, der Zora-Beinschutz wird dir auf deinen Reisen hilfreich sein. Er ist das Symbol der Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern. Was könnte es dafür einen würdigeren Besitzer als dich geben, unseren unersetzlichen Freund? Apropos unersetzlicher Freund. Wusstest du, dass Sidon von kaum etwas anderem als von dir spricht, Link? Link ist einfach spitze, oder? Mit Link zusammen schaffen wir alles und immer sofort. Früher fand ich das albern, aber jetzt kann ich Sidons Begeisterung für dich gut verstehen. Noch einmal möchte ich dir vom Grunde meines Herzens danken. Das Dorf der Zoras wird dir allzeit zur Seite stehen, bis in alle Ewigkeit und darüber hinaus. Du bist uns jederzeit willkommen, bitte vergiss das nicht. Ah, fast hätte ich es vergessen, Link. Ich habe mit Hitomi und Imo gesprochen. Womöglich können sie dir in einer bestimmten Sache behilflich sein. Die sind mir super behilflich. Ich kann vor lauter Hilfe von denen gar nicht in Worte fassen, wie hilfreich die sind. Ja, Erkundung zum Zora-Helm. Ja. Das habe ich. War sehr hilfreich. War wirklich riesig hilfreich. Also, ich kann es nochmal probieren, aber es ist nicht besser geworden, glaube ich. Ich glaube, es wird nicht besser. Zum 10. Mal, ja, es ist das 12. Mal tatsächlich. Dem Himmelsfisch dargebracht. Ja, was der Himmelsfisch. Also, den Teil mit dem Himmelsfisch habe ich ja kapiert. Aber das hilft mir halt nicht weiter zu finden, das Ding. Oh, guck mal, jetzt ist er weg. Jetzt hat sie sich einfach in Luft aufgelöst. So, Quest beendet, ich hau ab. Ach, da oben ist sie. Ja, warte mal, vielleicht hilfst du mir doch noch, wenn du weißt, dass es denen, dass die mir nicht weiterhelfen können. Ach, sie geht zu Sidon. Okay, nein. Na gut. So, haben wir hier unten noch irgendeine Quest, die wir starten können? Clef? Hier kann man Fische kaufen. Oh, hier kann ich was tun. Krämerladen Korallenriff. Was willst du von mir? Oh? Meine Gefühle für die Ausdauerkrabbe. Oh. Ja, wie viel willst du von mir? Oh. Einfach die Ausdauerkrabbe gegessen. 10 will er haben. Ich glaube nicht, dass ich 10 habe, oder? Habe ich 10? Ah, ich habe noch nicht 10, okay. Oh. Hm? Oh.
Hyrule-Tomate, Wasserfrucht, Spurtpfeilchen, Reis und Holzpfeile. Ah, langweilig. Du hast nichts für mich. Du hast was für mich. Wieder einmal hast du im Dorf der Zoras einen großen Dienst erwiesen. Seit an Seit mit unserem jungen König Sidon hast du dir die Rettung des Dorfes gesorgt, ich sage mit dir. Um auch der restlichen Folgen des Kategorien eine Waffe, die du nicht verlassen kannst. Die Lichtschirmlanze, mit der die Zoras bereits sind, wird dir bestimmt gute Dienste leisten. Wenn du die dafür benötigst, Material fertig hast, dann werde ich eine für dich an. Zora-Lanze ist und 3 Diamanten und 5 Feuersteine. Oh, ich krieg von ihm wieder eine Lichtschuppenlanze. Okay. Okay. Also hier kann ich mir eine Waffe basteln lassen. Aber es ist sicherlich auch wieder eine Lanze, die halt kaputt gehen kann, wie immer. Also weiß ich jetzt nicht, ne? So, Ausdauerkrabbe. Wie viel habe ich jetzt? Oh, 5, ja, okay. Das sind wahrlich noch nicht genug. 6. Ist hier noch eine? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Oh ja, wir müssen kochen. Also alles, wir kochen viel, aber wir kochen keine Ausdauerkrabben. So viel ist schon mal klar. Was kochen wir denn alles? Wir haben halt richtig viele Pilze, aber das ist alles so... Ah, guck mal hier, Hyrule-Pilze haben wir ganz normale, okay. Machen wir mal so. Ja, das... Okay, das ist eine gute Kombination. Das gibt 8 Herzen. Nein! Und mehr wie 8 Herzen brauche ich auch erstmal nicht. Hä? Wieso habe ich... Hä? Jetzt gibt es nur 5 Herzen. Bin ich doof? Hatte ich vorhin 3 Äpfel und 2 Pilze? Hä? Was habe ich jetzt anders gemacht? Ich habe doch 3 Pilze und 2 Äpfel genommen. Hä, bin ich jetzt dumm? Guck mal hier. Das sind 8 Herzen Obst mit Pilzen. Und jetzt kommen nur noch 5 Herzen. Was habe ich denn anders gekocht? Hä? Hä, wo sind denn die Obst mit Pilzen, die ich gerade mit den... Hä? Mit den 8 Herzen gemacht habe. Guck mal, hier auch 5. Hä, die gibt's einfach nicht. Es gibt die, ja, aber davor... Hä? Davor waren das mehr Herzen. Hä? Hä? Entschuldigung? Hä? Ist es vielleicht, wenn man es die ersten 2 Male macht, effektiver oder so? Guck mal, jetzt haben wir wieder 5 und 4, also 9 Herzen. So, und wenn ich das jetzt nochmal mache?
Jetzt haben wir 5 und 1. Nimmt die Effektivität ab, wenn öfter man das macht? Jetzt mache ich nochmal 4 und 1. Ne, jetzt ist... egal, wir haben wieder Essen. Wir haben wieder Essen, mehr interessiert mich nicht. Und du hast auch noch eine Quest für mich. Was willst du von mir? Ganz altes Dokument. Ein desdankesvoller Schrein für einen desdankesvollen Stein. Er liege seinem Charme am Kap Tarm. Kap Tarm sehr weit entfernt. Okay. Ist also eine Schreinquest. Südosten. Okay, so weit scheinbar doch nicht. Hat sie Südosten oder Südwesten gesagt? Ich sehe keinen Kap Tarm. Ach lol. Das ist wirklich sehr weit weg. Okay. Okay. Gut. Ich interessiere mich jetzt aber halt nach wie vor für den... Für den anderen Kollegen, ne? Für den... Für den Helm. Weil verdreifachtes schnelles Schwimmtempo wäre schon cool. Ah, noch eine Quest. Und wir machen die auch nicht alle. Ich will die nur anfangen. Ich fand einen fluffigen Ort. Dort fange ich Fische hüpf hüpf. Okay, die soll ich finden. Ja, das ist sogar jetzt schon hier eingezeichnet, was? Nee, das ist weiter weg, hä? Ach, das hier ist eingezeichnet. Ah ja, ich dachte schon, hä? Ich dachte schon, was blinkt denn da jetzt für eine Quest rum? Okay, gut. Östlich des Dorfes über die Brücke, fluff, fluff. Ja, ja, ich mach auch fluff, fluff. So. Dann, denke ich, haben wir hier mal relativ viele Quests gestartet. Können uns nochmal versuchen, um den Himmelsfisch zu kümmern. Ich will mich da echt nicht zu lange aufhalten. Ultraschlucht klingt auch krass. Aber so ein bisschen wird es mich halt schon reizen, rauszufinden, ob ich den Zora... Aber ich habe halt, außer dem Himmelsfisch, habe ich null Hinweis. Ich habe null Hinweise, was ich da machen müsste. Und ich will jetzt nicht den ganzen Part damit verbringen, dass ich es nicht finde. So, ich, da oben drauf war ich ja im Prinzip. Ich meine, ich kann es nochmal gucken, aber... Also, wenn es am Ende auf irgendeinem Brocken von den Felsen ist, dann wäre das irgendwie nicht so die schönste... nicht so die schönste... Geschichte. Ich kann jetzt mal gucken, ob ich diese Quest
markieren kann. Ja, die Quest ist dort markiert. Danke. Danke für nix. Das bringt mir viel, wenn die Quest dort markiert ist. Kriege ich irgendeinen Hinweis von irgendjemandem? Und habe ich sie nun überhaupt schon befreit? Ja, doch, also es müssten alle unterwegs sein, ne? Es müssten alle draußen sein. Ich meine, vielleicht sollte ich mir diese Dinger nochmal genauer angucken. Ich dachte erst, vielleicht irgendwo was runtergefallen ist, dass ich da gucken kann. Weil halt auch hier dieser... Weil halt hier der Dings ist, ne? Der Luftballon. Irgendwie lässt er mir keine Ruhe. Der lässt mir echt keine Ruhe. So, aber das Wichtigste fehlt noch. Muss ich da jetzt was zum Feuern reinpacken oder liegt hier auch noch irgendwo was zum Feuern rum? Das wäre jetzt, wie ich finde, eine interessante Frage. Weil normalerweise sind doch eigentlich alle Sachen, die man braucht, da. Und es fehlt nicht irgendeine Sache, aber hier fehlt ja theoretisch was zum Hochgehen. Hier liegt auch nichts rum, ne? Das ist halt ungewöhnlich. Das ist halt ungewöhnlich, dass dann das letzte Stück fehlt. Wie gesagt, ich könnte eine Kapsel nutzen, gar kein Thema. Ich finde es nur komisch, dass das letzte Stück fehlt. Ach, wisst ihr was? Wir machen das ganz anders. Waren die so weit weg, die Schreine? Doch, der war schon ein bisschen weit weg. Ja, komm, egal. Geht am Ende trotzdem, glaube ich, schneller. So, in welche Richtung muss ich jetzt? Ja, was raucht denn jetzt hier? Ach, das ist ja witzig. Wie was, Flüpfli Hüpfe. Willst du mich jetzt verarschen?
Habe ich jetzt durch puren Zufall die Frau gefunden von der einen Quest? Also die hätte ich ja an jedem Ort gesucht, aber doch nicht hier. Was? Oh, so eine Überraschung. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, hier jemanden zu treffen. Hast du das gesehen? Sogar so hoch oben im Himmel gibt es Fische. Und stell dir vor, es sind Maxi-Barsche. Schon die Hälfte von einem würde mich satt machen. Fuge, das ist doch mein Schatzi. Was ist denn mit ihm? Das habe ich ja ganz vergessen. Der Arme, ich bin hier hoch im Himmel, ohne ihm gesagt zu haben, wo ich hingehe und wann ich zurückkomme. Ja, wie hätte ich dich denn hier finden? What the? Das war der größte Zufall überhaupt. Hä? Ich meine, ja, weil... Zufall, fast der größte Zufall, weil man durch den Rauch darauf aufmerksam gemacht wird, dass hier was ist. Okay, aber dass ich hier überhaupt hoch bin, war ja eine komplett andere Begründung. Was? Ich wollte ein Fischfest veranstalten, um Ziel und König zu feiern. Und so bin ich dann hierher gekommen. Ist mein Schatzi sauer? Du weißt es nicht, weil er es nicht zeigt, habe ich recht? Oder vielleicht zeigt es nur mir gegenüber nicht. Ich war in letzter Zeit so abgelenkt. Heute habe ich meinen Schatzi ganz vergessen. Er muss wirklich sauer sein. Es tut mir leid, ich mache mich gleich auf den Weg nach Hause. Und die hat jetzt einfach gesagt, dass hier Maxi-Barsche sind. Wie cool ist das denn? Aber, also... Ja, jetzt kann ich erst nochmal ins Zoradorf zurück. Wie hätte ich die denn finden sollen? Der hat gesagt, die ist östlich über die Brücke und was hat der noch gesagt? Ich habe keine Ahnung mehr. Und dann halt fluffy, 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 hüpf, hüpf. Aber doch... Was? Okay. Mir kann es jetzt egal sein. Ich habe sie gefunden. Alles gut. Aber what the hell? Wenn der Zora-Helm genauso random versteckt ist wie die Frau, dann... Ja, cool, dass du den Wasserfall auch hochgehst. Na dann, gute Nacht. Moin. Oh. Link. Dedur ist nach Hause gekommen. Das ist dein Verdienst, Link. Ich bin dir zutiefst dankbar. Kaum zu glauben, dass er auf einer Himmelsinsel war. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Die Arme hat auch ziemlich gezirkt, aber ich habe ihr gleich verziehen. Ich bin ja so froh, dass sie wohl bald mit zurückgekehrt ist. Ich bin etwas überrascht, dass du so viele Gefühle zeigst, Schatzi. Auf der Himmelsinsel habe ich nur an Maxi-Barsch gedacht. Aber jetzt denke ich nur noch an dich, mein Schatzi. Ach ja, dies habe ich zubereitet. Wie findest du es, Link? Yay, ein Maxi-Fischspieß. Ja, dafür muss ich nur einen Barsch kochen. Oh. Ah. Oh mein Gott. Klammer halt Netz. Okay, ihr habt keine Quest für mich, ne? Danke. So. Gut, dann vom Klammeraffen zurück nach oben. Ich wollte von oben auf den Fisch fliegen und da mal gucken, ob ich da irgendwas sehe auf den kleinen Plattformen außenrum. Das wollte ich machen. Ich wollte von oben mir die Plattformen angucken. Deswegen bin ich zu diesem Schrein, damit ich von oben auf den Fisch fliegen kann, weil der Heißluftballon nichts hatte, womit ich hochfliegen konnte und weil ich zu faul bin, so eine Kapsel einzusetzen. Nur deswegen. Ich fasse es nicht. Nur deswegen. Und zwar literally wirklich nur deswegen. Ich begreife sowas nicht. Solche Zufälle begreife ich einfach nicht. Oh, warte, das ist die falsche Richtung, ne? Hä? Ich will hier hin.
Wo ist das? Ach so, ja, okay, verstanden. Ah, jetzt, ja, jetzt verstehe ich, wo wir sind. Ja, okay, jetzt verstehe ich, wo wir sind. Oh, guck mal da. Das ist auch eine schöne Geoglyphe. Sieht man zufällig? Ja, ich sehe schon die... Okay, Moment, die markiere ich mir. So. Die können... Die machen wir irgendwann mal, aber die habe ich mir schon mal markiert. Oh, scheiße. Okay, ich hatte Angst, das nicht zu überleben, aber alles... Bruder! Oh. Scheiße. Das hat nicht funktioniert. So, okay, Rache. Ach, die brechen alle hier ein. Okay, interessant. So. Sehr schön. Gamma-Hörner nehmen wir immer gerne mit. Das G im Gamma steht für gerne mitnehmen. Okay. So. Und jetzt wollte ich mir von hier oben, wie gesagt, den Fisch angucken. Wo ist er denn? Hä, aber ist der nicht in der Richtung? Bin ich jetzt dumm? Guck mal, der ist genau in der Richtung. Wieso sehe ich den nicht? Ist der so viel weiter unten, dass ich den nicht wahrnehme bisher? Ah, jetzt, ja, hier kommen die Trümmerteile. Ah, da sieht man. Also, da finde ich doch, also so finde ich doch nichts. Also alles, was recht ist. Aber wenn da auf, also wenn da auf diesen Trümmerteilen irgendeine Truhe wäre, das wäre schon. Also das wäre irgendwie übertrieben dumm. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre echt saudumm. Trotzdem verstehe ich nicht, wie mir der Hinweis alleine dann helfen soll, diese Truhe zu finden. Dass der hier dargebracht wurde. Ich meine, das ist der ganze... Das ist der ganze Hinweis, den ich habe. Der ganze Hinweis, den ich habe, der Helm wurde dem Himmelsfisch dargebracht. Und mehr habe ich nicht. Wie soll ich basierend auf der Information hier den Zornhelm finden? Also wenn ich halt überhaupt richtig bin. Und dann war meine andere Vermutung ja, dass hier Sachen auch abgebrochen sind. Na, und dann könnte es ja auch sein, dass die Truhe mit den Sachen runtergefallen ist irgendwo. Aber auch dann müsste man doch, also das müsste man doch irgendwie besser in irgendeinen Hinweis finden können. Irgendwas.
Aber ich habe ja nichts. Ich habe dazu keinen... Ich habe dazu gar nichts. Ne, so, hier ist überall sind Sachen abgebrochen. Das ist toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leck. Oh. Okay, beim ersten Mal habe ich es nicht gesehen, beim zweiten Mal habe ich es gesehen. Leck mich doch am Hintern. Ja, leck mich doch am Hintern. Also, das ist ja wow. Wow. Also man musste sich wirklich hier umgucken, aber man wusste es halt nicht sicher und hundertprozentig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Okay. Gut. Gut, ist in Ordnung. So. Dann haben wir sogar ein paar Zora-Quests gemacht, obwohl ich das gar nicht wollte. Ist aber in Ordnung. Es waren ja sinnvolle Quests. Also, keine von den Quests war jetzt nutzlos. Wir haben den Ort für Maxi-Barsche gefunden. Wir haben... Oh, ich muss den Maxi-Barsch noch fotografieren. Wir haben... sag schnell. Wir haben... Zora Beinschutz und Zora Helm. Also wir haben die Ausrüstung komplett von den Zoras. Das ist sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Weil wir jetzt schön schnell schwimmen können. Ja, wenn man denn schwimmen würde. Gut, dass ich den Fallschirm gezückt habe, weil das wäre eine harte Landung geworden. Huch. Das wäre eine sehr harte Landung geworden. Eieiei. Okay, dann sag mal kurz Bescheid, dass wir das gefunden haben. Aber ich glaube, mehr als einen Dialog gibt es dafür jetzt auch nicht mehr. Komme ich da hoch? Ja. Ich dachte schon. Vasen auch zertrümmern. So. Oh. Ist jetzt natürlich ärgerlich, jetzt wo wir wissen, wo das ganze Ding war, na, dass man jetzt natürlich, ja. Ah, Link, werte Link, können wir dir irgendwie helfen? Das ist ja... Werte Link, was ihr dort auf eurem Haupt trägt, ist das nicht der Zora-Helm? Oh. Er war auf einer Insel im Himmel, der Fisch, der wie ein Fisch, der wäre hier nie gekommen. Der Zora war noch oben. Okay, es ist nur Gelaber. Lava, 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 Lava. Okay, es ist nur Gelaber. Haha, witzig, lustig, okay. Oh! Hey! Ah, Link, du kommst genau richtig. Das hat jetzt nichts mit Hinweisen auf Prinzessin Zelda zu tun, aber beim Ordnen der Bücher der Königsfamilie ist mein Blick auf eine recht interessante Textpassage gefallen. Darin geht es um einen verborgenen Schatz. Habe ich dein Interesse geweckt? Der Text, um den es geht, lautet wie folgt. Der große Fisch, der ewige Wächter, zu Füßen seiner Statue ruht ein Schatz. Eine lange Brücke führet dorthin. Ich habe genug von Zora-Rätseln. Der große Fisch. Zu Füßen seiner Statue ruht ein Schatz. Eine lange Brücke führet dorthin. Lasset unter dieser Brücke die Furcht hinter dir. Wer beide Wasserfälle durchschreitet, wird den Schatz erlangen.
So, ich brauche eine Statue. Ich brauche eine lange Brücke. Ich brauche zwei Wasserfälle. What? Ich brauche unter der Brücke zwei Wasserfälle vor allem. Ich meine, das ist eine große Brücke. Und unter der Brücke ist ein Wasserfall. Das ist auch eine große Brücke, das ist auch eine Brücke, aber da ist überall kein. Da ist ja auch keine Statue. Der ganze, also im Übrigen der ganze Bereich hier, ne, das haben wir alles uns noch überhaupt nicht angeguckt. Hier ist bestimmt was Cooles, weil hier ist der Ort, an dem man vorhin, also im alten Spiel war dann hier am Ende der Elefant, der Titan. Eine große Brücke. Eine Statue. Wasserfälle. Ich meine, hier sind ja auch mehrere Wasserfälle, aber... Ich probiere jetzt als erstes den hier aus. Das erscheint mir zwar am einfachsten, aber auch am logischsten. Aber hier ist halt keine Statue, wenn wir mal ehrlich sind. Wobei, ja, okay, das ist die Fisch... Ja, okay, doch, das ist die Fischstatue. Okay, doch, 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 das ist es schon. Das ist es schon. Dann kann man hier wahrscheinlich in den Wasserfall rein. Automatisch so hoch. Das ist ein bisschen ungünstig. Ach, Zora-Rätsel, was mache ich mit euch? Der große Fisch, der ewige Wächter, zu Füßen seiner Statue ruht ein Schatz. Eine lange Brücke führt dorthin. Lasse unter dieser Brücke die Furcht hinter dir. Wer beide Wasserfälle durchschreitet, wird den Schatz erlangen. Ich hasse das Wetter. Ich hasse das Wetter in diesem Spiel. Es regnet schon wieder. Aber es sieht dann halt auch immer so schlecht. Es ist Mittag und es ist einfach stockdunkel. Was ist das? Also, theoretisch ist das ein Fisch. Vielleicht. Aber ist es eine Statue? Weiß es nicht. Der große Fisch, der ewige Wächter. Das kann ja keine Statue sein, die erst jetzt errichtet haben. Das muss ja eine Statue sein, die es schon immer gibt, weil das ja in einem alten Buch steht. Ich hoffe, ich denke da jetzt nicht zu realistisch. Der große Fisch, der ewige Wächter, zu Füßen seiner Statue ruht ein Schatz. Eine lange Brücke führt dorthin. Für mich ist das eine sehr lange Brücke.
Und unter dieser Brücke soll ich jetzt die Furcht hinter mir lassen. Und die Wasserfälle durchqueren. Ja, aber wie durchschreite ich Wasserfälle, die ich automatisch hochklettere? Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Apropos Leuchten. Was leuchtet da drüben? Ach so, die Dinger. Da hat man ja auch eine Quest im Original gehabt. Die haben jetzt zum Glück nicht mehr. Kann man die nochmal lesen alle, oder was? Ja, nee, danke. Ich meine, ist natürlich sinnvoll, dass sie die wieder eingebaut haben, weil wenn die jetzt weg wären, wäre es komisch. Aber brauche ich jetzt nicht nochmal. So, aber das ist die Brücke. Sind wir uns einig, dass das die Brücke ist? Theoretisch. Die gab es sicherlich auch damals schon. Hoffe ich. Was war da? Da war auch ein Viech, was ich noch nicht gekannt habe. Aber es ist leider weg. Da! Was bist du? Bleib hier. Ein Ausdauerbarsch, okay. Noch einer. Oh. Ich habe zwar die Zora-Rüstung, aber ich kann noch nicht unendlich schwimmen. Das ist, habe ich vergessen. Okay, aber solange es regnet, komme ich halt auch nicht jetzt wieder darüber. Das ist jetzt... Ah, das ist... Oh, warte, kann ich jetzt vielleicht unendlich schwimmen? Schade. Das wäre voll lustig, wenn man mit dem Wasser schneller schwimmen... Oh, okay, das geht relativ schnell wieder weg. So, aber ich meine, das hier... Aber es heißt ja beide Wasserfälle, das ist ja nur einer. Aber woanders ist halt keine lange Brücke. Also das ist eine lange Brücke. So. Eine lange Brücke führt dorthin. Unter dieser Brücke soll ich jetzt jede Furcht jede Furcht ablegen. Hier sind lauter interessante Fische drin. Aber unter dieser Brücke soll ich jetzt jede Furcht ablegen. Und dann, ja, nerv mich nicht. Ja. Ich denke, da kümmern wir uns beim nächsten Mal noch drum. Das wird mich jetzt schon noch interessieren, ob ich das rauskriege. Danke fürs Zuschauen und tschüss.